So, jetzt möchte ich Ihnen die Person vorstellen, die das Ganze überhaupt ermöglicht hat. Diese Person, die uns immer wieder mit den tollsten orientalischen Veranstaltungen beglückt hat und verwöhnt hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt mit mir den Organisator und Deutschlands größter und anerkannter orientalischer Veranstalter, Karim Ezadi. Ich möchte gerne, dass niemand mehr einen Menschen nach seiner Augenfarbe oder Hautfarbe beurteilt. Es gibt in so vielen Ländern Krieg. Und ich wünsche mir, dass wir hier den Anfang machen, uns gegenseitig zu verstehen. Ich möchte, dass alle Menschen zum Beispiel solche Gelegenheiten wie hier nutzen, und den anderen kennenzulernen. Aber nicht nur hier, sondern auch wenn sie diese Veranstaltung verlassen haben. Hallo? Sind Sie Kurde? Ja, aber ich kann leider kein Kurdisch. Ja. Warum sind Sie hier gekommen? Protestieren gegen die IS, Islamische Staat. Gegen die IS. Und andererseits, die Deutschen machen auch Gleiche. Warum sind die hier? Ja, aber das sind Nazis. Nazis, das sind Rechtsextreme. Nee, wenn Sie Kurde, dann können Sie ein paar Worte reden in Kurdisch. Bitte? Sind Sie Salafist oder sind Sie Kurde? Wer ist Kurde? Kurde. Glauben Sie an Koran? Nein. Das hat ja nichts mit dem Koran zu tun. Guck mal, diese Leute sind nicht Salafisten. Nein, hey, sind nicht Salafisten. Ich meine, ich bin Kurde, aber die Demonstration ist das aber halt so, hat genug Platz, pups woanders. Nein, der filmt hier die ganze Zeit. Ja, jeder hat das Recht, hier zu filmen. Geh doch mal mit ihm ein bisschen noch zur Seite. Oh, bin ich denn blöd? Wolltest du mir das einmal eins beibringen? So, jetzt filmst du mal den da. Die auf der anderen Seite, die tun so, als wären sie dagegen. Ich war drin, ich war mit anderer Seite. Und? Ich war mit dieser, sie sind sehr liebe Menschen. Das sind Menschen. Es geht schon. Die Jugendlichen machen sich Sorgen. Es geht darum, es wurden Demonstrationen angemeldet aufgrund einer Ideologie. Das sind Demonstrationen. Auf einer Demonstration sagt man seine ideologische Meinung, okay? Ja. Die ideologische Meinung da drüben ist Nazis, Faschisten. Das sind, deren Meinung ist, Faschismus ist gut und Völkermord ist notwendig. Andere sagen. Die sagen, auf der anderen Seite, die sagen, ja, Völkermord muss sein. Aber das glauben wir. Ja. Das machen Salafisten mit mir. Ja. Wir verurteilen das ja auch. Ja. Ja. Aber wir glauben... Sind Sie Kurde? Bitte? Sind Sie Kurde? Wir sind Menschen. Sie sind Menschen? Ja. Wir sind gegen Unterdrückung. Ja, gegen Unterdrückung. Wir sind gegen Faschismus, gegen Fundamentalismus. Sind Sie Kurde, ja? Wir sind keine Kurden, nein. Jetzt sag mal, warum sind Sie hier gekommen? Alien. Aus welchem Land kommst du, Deutschland. Alien? Ich bin in Deutschland geboren. Ja, ich auch. Und du? Salafisten kommen hier mit Namen, dass Kurden Menschen kaputt machen. Eine Demonstration. Salafisten haben hier keinen Zutritt. Ja. Deswegen sind wir hier. Wir wollen keine Salafisten hier in Deutschland. Ja, wirklich. Dann müssen Sie Koran ablehnen. Wieso? Hallo? Hallo? Ich möchte mal einen von den Essener Löwen hier vorne an der Bühne, bitte. Danke. Soll ich wieder sprechen? Nein, bist du jung. Also von den Essener Löwen, bitte mal dringend jemand zur Bühne. Danke.